Während Sascha Korljan das Hackfleisch für den Burgerabend vorbereitet, ist der 31-Jährige in Gedanken schon bei morgen, der großen Hochzeitsfeier. Es ist halt jetzt auch so, das ist so die Feuertaufe. So eine große Veranstaltung nach der Hilfe von Frank hatten wir ja noch nie. Und morgen ist es halt wirklich so, das erste Mal 70 Leute mit Buffet. Es ist wirklich was ganz, ganz, ganz Neues für uns. Ja, und da ist es halt natürlich auch in meinem Sinn, dass das Ganze auch jetzt perfekt wird. Weil wenn das klappt, kriege ich natürlich auch danach mehr Aufträge. Und so ist der Erfolg des nächsten Tages vielleicht ein entscheidender für die Zukunft von Sascha und seinem Gasthaus. Doch noch stehen die Vorbereitungen dafür hinten an. Zunächst muss das große Burgeressen bewältigt werden und der Abend verspricht, stressig zu werden. Es kommen heute noch mal 5 Leute. Okay. Um 19.30 Uhr. Die setzt dann einfach da an den Tisch, einser. Dann setzt Quirin und Sohn über, Nebenzimmer. Seit Frank bei uns im Haus war, haben sie die Gästezahlen ja um mehr wie das Doppelte nach oben verändert. Wir haben schöne Reservierungen, also wirklich durchgehend. Wir sind sehr oft voll. Das Ambiente gefällt den meisten viel besser. Über die Karte sind die meisten begeistert. Also wir hören sehr viel Positives. Schon bald füllen sich die Tische mit hungrigen Gästen. Die ersten Bestellungen kommen rein. 3x Barbecue, 2x Italia, Cheeseburger, Schnitzel mit Pommes, aber Bratensoße dazu. Das klingt nach Stress in der Küche. Noch vor wenigen Monaten gab es den im Balkanspatzel nicht. Und das lag unter anderem am fehlenden kulinarischen Konzept. Frank Rosin fand bei seinem Besuch ein Gasthaus ohne Gäste vor. Erzähl, was hast du für Probleme? Ja, Probleme. Es sind zu wenig Gäste hier. Unter der Woche kann es mal wirklich passieren, dass nur 2 und 3 Gäste kommen. Ich hatte einen Tag schon mal, da war gar keiner da. Also den ganzen Tag keiner. Schnell hatte der Sternekoch einen der Gründe ausgemacht. Saschas Küche war einfallslos und ohne eigene Identität. Doch Frank Rosin hatte eine Idee. Ich möchte, dass du mit deinem Sohn gleich einmal kochst. Du ziehst deine Jacke aus, kriegst einen Hocker, setzt dich hin. Wir fangen an zu kochen und werden daraus jetzt mal die Balkan-Inspiration, die du in deiner Seele hast, hier einfließen lassen, damit ihr beide schnallt, worum es wirklich geht. Frank Rosin rief Sascha seine kroatischen Wurzeln ins Gedächtnis und ließ ihn diese mit seinen bayerischen verbinden. Heraus kam eine einzigartige kulinarische Linie. Und wenn einer fragt, warum kochst du so, dann sagst du, ehrlich gesagt, ich bin das. Ja. Und Sascha wendet dieses neue Konzept auch bei seinen Burgern an. Also unser Balkanburger auf der Karte ist ein Burger mit typisch Kraut aus dem Balkan. Also wir machen ja viel mit Sauerkraut, wie eben dieses Sama bei dem Testessen. Dann speziell Knoblauch-Meerrettichsoße, also ein bisschen was Würzigeres. Und die Idee ist dadurch zustande gekommen, dass man das ja vorher die Idee hatte, das typisch Deutsche, also das Bayerische, mit dem Balkan zu vermischen. Und ich mache halt jetzt einfach einen Burger, der zum Balkan passt. Dass Sascha sein kulinarisches Angebot so erweitern konnte, verdankt er auch einem Geschenk von Frank Rosin. Denn der hatte ihm einen Lavastein-Grill spendiert. Neben dem Balkan-Burger gibt es natürlich auch andere klassische Burger-Varianten und alle Beilagen, die zu einem Burger All-You-Can-Eat-Abend gehören. Biergarten und Gastraum füllen sich. Die Bestellungen kommen am laufenden Band. Was ist was? Das sind die Balkan-Burger und Italien. Während Freundin Naomi sich draußen um die Gäste kümmert, kommt Sascha in der Küche kaum noch hinterher. Er macht alles allein. Eine Hilfe in der Küche hat er nicht. So viele Gäste zu haben bei solchen Veranstaltungen ist natürlich toll, weil man sieht, dass man halt was richtig macht und dass die Leute das mögen, was man macht. Und das ist halt natürlich besonders. Und was denken die Gäste vom neuen Balkanspatzel? Gefallen hat es mir sehr gut und geschmeckt hat es auch total lecker. Seit der Rosin da war, kann man besser essen hier. Die letzten Bestellungen gehen raus. 53 Gäste waren heute da. Doch an Ausruhen ist noch lange nicht zu denken. Es ist 22 Uhr. Braut Miriam und ihre Trauzeugin Steffi treffen ein. Sie bringen die Torten und Kuchen für den nächsten Tag.
Und der Gastraum muss auch noch in einen Festsaal verwandelt werden. Den dann nehmen wir als Brauttisch und stellen den hier quer, weil das einfach der tollere, breitere, wuchtigere Tisch ist. Mhm. Und da mit der Tischdecke drauf, wir stehen so quer hin. Und da links, rechts, wie U halt dann, aber mit den anderen Tischen. Also mit denen. Auf die Idee, in diesem Landgasthof eine Hochzeit zu feiern, wäre vor wenigen Monaten wohl kaum jemand gekommen. Denn die Einrichtung war völlig unpassend. Süßlich. Ja, aber was ist das? Ein Wohnzimmer oder ist das eine Gaststätte? Ja, das ist eigentlich eher so quer gemischt alles. Kein Wunder, dass sich die Gäste auf diesen Stühlen nicht wohlgefühlt haben. Viel Erfolg. Unter der Anleitung von Bauleiter Willi wurde umgebaut, verschönert und renoviert. Das Balkanspatzel bekam einen urigen, gemütlichen und gleichzeitig modernen Gastraum. Und der soll für die morgige Hochzeit einen romantischen Rahmen bieten. Bis Mitternacht wird dekoriert und geräumt. Die Erwartungen der Braut sind natürlich hoch. Für morgen erwarte ich, dass das Essen super schmeckt. Dass alles so wird vom Essen, wie wir es geplant haben. Dass wir alle in Partystimmung sind und alle glücklich sind. Ja. Ob Sascha seine erste große Bewährungsprobe bestehen wird? An die ganze Sache gehen mit gemischten Gefühlen ran. Weil es ist halt einfach erstens mal so, dass es ja, zukunftsmäßig ja, für mich ja sehr, sehr wichtig ist. Andererseits natürlich auch sagt, schaffe ich das jetzt wirklich, funktioniert das Ganze mit dem Konzept, was wir jetzt neu haben. Und ja, das sehen wir morgen. Die Nacht vor der Hochzeit wird für den jungen Wirt jedenfalls eine sehr kurze werden. Am nächsten Morgen, 11 Uhr in Batzenhofen. Wir treffen Sascha nicht in der Küche, sondern bei seinem zweiten Arbeitsplatz an, einer Metzgerei. Ja, mit dem Metzgerjob hat es auf sich, dass ich einfach sage, ich wollte unsere Kosten im Landgasthof minimieren. Einfach meine Eltern entlasten. Dadurch, dass ich dann einfach da einen festen Lohn habe. Natürlich auch Sozialversicherung, alles bezahle ich. Vorteil, was gutes Fleisch angeht, ist er an der Quelle. Aber am Tag schlafe ich momentan zwischen 3 und 4 Stunden. Stressmäßig ist halt wirklich so, ja, eigentlich Dauerstress. Weil wenn ich hier in der Arbeit bin, dann schaue ich schon um 11, wenn ich fertig bin, ja, scheiße, was muss ich jetzt nächstes machen? Und das ist dann schon sehr stressig. 2 Jobs gleichzeitig. Die Belastung ist enorm für den 31-jährigen Gastronomen. Die Hochzeit heute bringt zusätzlichen Druck. Auf dem schnellsten Wege muss er zurück ins Balkanspatzel. Denn mittlerweile ist es 12 Uhr. In einer Dreiviertelstunde kommt das Brautpaar. Die Tische sind noch nicht eingedeckt. Saschas Mutter Rosita und Naomi packen mit an. Auch Saschas Vater Drago kommt. Draußen muss der Sektempfang vorbereitet werden, bei dem der Vater seinem Sohn hilft. Also das Brautpaar kommt jetzt dann zwischen 12:45 und 13 Uhr. Bis dahin haben wir also eigentlich Zeit zum Vorbereiten. Es sollte aber natürlich schon so weit stehen, dass man sagt, wenn die kommen, dass soweit alles fertig ist. Im Gastraum baut währenddessen der Musiker seine Technik auf. Naomi legt letzte Hand an die Deko. Alle arbeiten unter Hochdruck. Und dann wird es ernst. Das Brautpaar Balisch und Miriam sowie die 70 deutsch-türkischen Gäste stürmen das Balkanspatzel. Saschas erster Job, alle mit Sekt und Getränken versorgen. Die Feier kann beginnen. Drinnen werden gerade noch Hochzeitstorte und Kuchenbuffet angerichtet. Dann betreten die ersten Gäste auch schon erwartungsvoll den Gastraum. Hallo, ich grüße euch. Danke euch allen, dass ihr da seid. Jetzt essen wir Kaffee und Kuchen. Gibt's jetzt kurz und knapp gesagt. Feierlich schneidet das Brautpaar die Hochzeitstorte an. Und während sich die Gäste ihre Teller mit Kuchen und Torten beladen,
laufen in der Küche die Vorbereitungen fürs Buffet an. Also heute gibt es im Buffet Schweine- und Putenbraten gemischt. Als Beilagen gibt es Kartoffelknödel, Spätzle und Kroketten. Gemischten Salat gibt es dazu. Und als Vorspeise gibt es eine Suppe. Es gibt also noch einiges zu tun. Doch Sascha ist heute nicht auf sich alleine gestellt. Seine Mutter geht ihm in der Küche zur Hand. Auch sie hat in den letzten Monaten eine Veränderung an ihrem Sohn bemerkt. Ein bisschen selbstbewusster ist er geworden, ja, doch. Also schon. Aber so jetzt Freundlichkeit und das Auftreten hat er eigentlich schon auch immer gehabt. Aber für einen Sohn macht man doch alles. Der Zusammenhalt ist groß bei den Corleans. Sascha kann immer auf die Hilfe seiner Eltern bauen. Doch es war genau das, was ihm beinahe zum Verhängnis wurde. Denn da war der Familienkonflikt. Seine Stiefmutter und sein Vater hatten Sascha den Gasthof finanziert. Doch die Gäste blieben aus. Der Schuldenberg wuchs. Wie viel Geld hast du hier schon reingesteckt? Wie viel insgesamt? Offiziell? Ja. Ich darf niemand wissen. Über 60. 60? Über 60. Über 60? Über 60. Über 60.000 Euro. Frank Rosin war erschüttert. Und nach dem Durchsehen der Zahlen wurde klar, es muss sich etwas ändern. Und zwar dringend. Wenn das so weitergehen würde, reden wir über 130.000, 140.000 im Jahr. Das können wir nicht mehr bewältigen. Symbolisch gesprochen könnt ihr zusperren. Frank Rosin nahm Sascha ins Gebet. Er verlangte von dem 31-Jährigen nicht länger auf Kosten seiner Eltern zu leben. Ich möchte, dass ihr nicht die ganze Zeit Sorgen haben müsst, dass Geld weniger wird, sondern dass ihr einfach euren Lebensabend in Ruhe verbringen könnt. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Danke sagen, was ihr bis jetzt für mich getan habt. Schatz, du warst lieber dich. Erleichterung und Freude über diesen Neubeginn waren groß. Aber konnte Sascha sein Wort halten? Finanziell ist halt jetzt so, dass ich halt eher weniger Anspruch nehme oder eigentlich gar nicht mehr, da ich ja jetzt wieder diese Vollzeitstelle nebenzu arbeite, dass ich sie da einfach entlastet. Das Gefühl selber natürlich, dass ich jetzt weiß, meine Eltern müssen jetzt erstmal für mein Auskommen nicht aufkommen, ist natürlich schon mal sehr entlastend als Gefühl. Jetzt muss halt einfach nur das Geschäft so weiterlaufen und noch einen Ticken besser werden. Dann ist auch das Ziel erreicht, was wir damit erreichen wollten, bevor ich die Rosins Hilfe angenommen habe. Und so muss auch der heutige Tag ein Erfolg werden. Die Stimmung nebenan ist jedenfalls ausgelassen. Die Gäste haben bereits am Nachmittag die Tanzfläche erobert. Aber die Partylaune der Hochzeitsgesellschaft macht Saschas Arbeit nicht gerade leichter. Die Stimmung ist großartig. Feiern alle. Aber es ist halt schwer, natürlich so mit dem Trubel hier da durchzukommen, abzuräumen. Das ist alles, dass die Leute halt auch ihr Getränke alle bekommen. Aber nicht nur die Gäste wollen umsorgt werden. Es ist höchste Zeit, das Buffet fertigzustellen. Für 70 Personen zu kochen, vor Frank Rosins Besuch, wäre das für den ungelernten Koch undenkbar gewesen. Denn es fehlte ihm schlicht das nötige Kochwissen. 2 Stunden hast du Zeit, dann kommen 20 Testesser. Hä? Und die wollen essen. Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Okay. 2 Stunden? 2 Stunden. Ja, okay. Sascha tat sein Bestes. Aber schon an den Grundlagen mangelte es. Was ist das? Bratensoße aus meiner Fleischabschnitte. Was ist das jetzt? Soße? Das ist Bratensoße, ja. Und dann koche ich das hier. Hat dir jemals mal jemand gezeigt, wie man Soße macht? Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Ich will keine Pechersoßen hernehmen. Dann mach's doch richtig. Was heißt richtig? Und auch die Gäste konnte Sascha mit seinem Essen nicht überzeugen. Frank Rosin gab ein Kochcoaching und weckte in Sascha neue Leidenschaft. Das ist deine Küche. Die soll so schmecken wie du. Ihr müsst nicht denken, ihr müsst hier. Lasst es einfließen. Sascha nahm sich diesen Rat zu Herzen und entdeckte ganz neue kulinarische Möglichkeiten. Also das Kochen mit Frank war super. Wir haben eigentlich sehr viel gelernt in der kurzen Zeit.
Ja, seitdem machen wir eigentlich ziemlich alles anders. Also es ist eigentlich nichts, wie wir vorher waren oder gemacht haben. Egal jetzt, ob es mit frischem Kräuter kochen ist, ob es ja, alles eben, wie gesagt, frisch gekocht, frisch gegart. Da ist es wirklich ja was ganz, ganz anderes. Das Fleisch ist fertig, die Knödel sieden und der Salat wird gemischt. Es ist kurz nach 5:30, als Sascha das Buffet aufbaut. Vorsicht, Vorsicht, heiß, heiß. Es ist noch nicht fertig angerichtet, da schlagen die hungrigen Gäste schon zu. Teller nach Teller verlässt vollgeladen das Buffet. Wie lange brauche ich noch? 3 Minuten. Sascha kommt ordentlich ins Schwitzen. Hast du Soße auch noch, Sascha? Ja, genügend. Das Buffet ist in Rekordzeit leer gegessen. Dem Bräutigam bleiben nur die Reste. Das ist halt das Problem am Buffetessen. Wenn sich Leute selber nehmen dürfen, dann beugen sie voll. Und wir haben jetzt halt ein paar Teller gesehen, die zurückkommen oder leer oder dort stehen und einfach noch voll sind und keiner mehr isst. Das ist einfach das Problem. Also da ist dann die Kalkulation ein bisschen schlecht. Aber wir machen einfach noch was nach und Gutes. Sascha gibt sich alle Mühe, die Speisen so schnell wie möglich wieder aufzufüllen. Sascha? Ja? Knödel? Ja? Doch die Vorräte gehen zur Neige. Es heißt improvisieren. Für die Knödel muss Fertigteig herhalten. Fleisch kommt auf den Grill. Und noch einmal gehen Spätzle raus. Damit bekommt Sascha auch die letzten Gäste satt. Aber sind sie auch mit der Qualität des Essens zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Das Essen ist sehr lecker. Das Fleisch ist so zart. Es ist echt sehr gut. Mir schmeckt es wirklich gut. Essen war super. Kann man richtig empfehlen, das Lokal hier. Also es war echt lecker. Super geschmeckt. Feine Location. Passt alles. Einwandfrei. Ich fand eigentlich alles sehr gut. War eine gute Auswahl dabei und alles war lecker. Ja, war gut. Das beste Essen, was ich gehabt habe. Super. Alles. Hallo. Wie geht's? Danke. Bei euch? Auch gut. Alles gut? Alles fit, ja. Ja. Ja, jetzt jeden gefragt, Essen schmeckt voll gut jeden. Okay. Wir sind zufrieden. Ja. Soße bis zu Spätzle. Schmeckt alles gut. Super. Danke, gell? Ja, ich sag danke. Dankeschön. Aber geil, also super Stimmung auch. Also wenn, Leute top. Wenn meine Gäste alle zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden. Es ist was sagen, heute ist euer Tag, gell? Danke. Ich fühle mich jetzt auch heute nach dem Ganzen total super. Es ist so ein bisschen stressig jetzt worden nur am Schluss, aber es ist eigentlich sehr gut gelaufen. Wenn es den Gästen passt hat, dann, ja, dann ist man auch von sich selber mehr überzeugt. Die Gäste sind zufrieden. Das Brautpaar ist glücklich. Und Sascha hat mit seinem Gasthof einen wichtigen Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft getan.